schöne, orientalisch komponierte Musik. Top, bin ich gut. Übrigens, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Ich bin ja hier rausgekommen aus diesem Höhleneingang und habe festgestellt, da liegt ja hier dieses Skelett, was wir ja aus der Richtung gesehen haben, als wir von... Hieß er Ernst? Genau, richtig. Und wir sind hier entlang gelaufen und da ja dieser, naja, paar Texturfehler, dieser Steinhaufen davor ist, sind wir wohl irgendwie dran vorbei und haben diesen Eingang nie gesehen. Deswegen geht's jetzt rüber zu Rotbart, also der mit den Perlen, weil ich habe, lasst uns nochmal gucken, mittlerweile 23 Stück. Das müsste für ihn ausreichen. Ich hatte vorher auch noch ein paar gehabt, aber wie schon gesagt, ich war neugierig auf diese lange, verzweigte, riesige Höhle. Wir sehen uns bei Rotbart. Aber bevor es zu Rotbart geht, will ich dir noch wissen, ob es hier noch irgendwelche Assassinen gibt. Drompack mit Gesprächsoptionen. Also nicht Assassinen, sondern mit numerischen. Also nicht mit numerischen, sondern die Namen haben. Hier nicht. Da einer am Üben. Hier, wie heißt der? Asmund? Asmund, Jo, ne? Hallo, Asmund. Hallo. Hi, was willst du hier? Vielleicht etwas handeln? Aha. Mit was handelst du denn? Waffen, Tabak, Alkohol und noch ein paar Dinge. Interesse? Oh, hört sich gut an, du. Gucken wir erstmal, was er da hat. Zeig mir deine Ware. Da hat er was ganz Special-mäßiges. Haha, schwarze Perle sehe ich gerade hier. Okay, schwarz, schwerer Zweihänder, Orkschlechter, Macheten und ein paar... Oh, schöne Macheten hat er da. Was ist denn? Ach, Schädelschild, schwere Armbrust. Hey, 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 was ist das? Musketenladung? Oh. Es gibt so ein Gewehrdingsbums. Alles klar. Trank der Geschwindigkeit. Tschack, tschack, tschack. Wein aus Tarsos. Aha, ich habe Wein aus Varan. Amulett der Flammenschutz, Flammenschutz, Ring der Verteidigung, Schwarzpulver, ein Stängel, Sumpfkraut, schwarze Perle, Apfeltabak und was haben wir? Schinkensupp. Rezept dünne Brotsupp. Ja, wieso nicht, ne? Ach, und er hat auch einen Teleport. Rünchen. Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, gibt's denn hier keine Teleport-Runen? Aber das hier, Musketenladung. Leute, Leute, Leute. Was macht ihr hier eigentlich? Na schön, ich sag's dir. Wir haben einige Sklaven an die Assassinen verkauft. Jetzt warten wir auf unser Gold. Allerdings warten wir schon ziemlich lange. Ich will hoffen, dass unserem Mann nichts passiert ist. Aha, okay. Dann haben wir das. Hey, bleib mal stehen. Aha. Meinst du etwa mich? Genau, ich habe gehört, dass du in die Wüste willst und dafür Abduls Empfehlung brauchst. Stimmt, und? Ich könnte dir helfen, dass du Abduls Empfehlung eher bekommst. Du müsstest nur einen kleinen Auftrag übernehmen, mehr nicht. Was soll ich denn für dich tun? Die Assassinen hier sind ganz wild auf Schildkrötenfleisch. Ah. Darum möchte ich ihnen das Fleisch der Schildkröten verkaufen. Leider aber ist eine Suche nach den lieben Tierchen ziemlich zeitintensiv, weil man die ganze Küste nach ihnen absuchen muss. Ach, und ich soll jetzt die Schildkröten für dich suchen? Richtig geraten. Wenn du mir das Fleisch von 30 Schildkröten bringst, werde ich dich bei Abdul empfehlen. Und was sagst du? Und mehr bietest du nicht? 30 Schildkröten suchen ist nicht gerade eine einfache Arbeit. Etwas Gold musst du schon drauflegen, bevor ich mir so viel Arbeit mache. Na schön, viel kann ich dir aber nicht geben, dass sich das Geschäft für mich sonst nicht lohnen wird. Ich kann dir daher nur für die 30 Schildkröten 100 Goldstücke geben. No. Na gut, besser als nichts. Ich mache den Job. Gut, also denke daran. Du musst mir schon das Fleisch von 30 Schildkröten geben. Weniger nehme ich nicht an. Okay, dann üb mal fleißig weiter. Und wir haben ja in der letzten Folge ja in so eine kleine Höhle gesehen, wo es viele Schildkröten gab. Die habe ich auch umgemetzelt. Gucken wir mal, wo diese sind, diese Schildkrötenfleische. Ich kann sie beim besten Willen nicht finden. Ihr habt es ja gesehen in der letzten Folge. Ich habe die ganzen Schildkröten da gemordet und ausgenommen. Das verstehe ich jetzt mal überhaupt nicht. Mal gucken. Ja. Die Info ist schon bekannt.
Ja, dann gehe ich jetzt trotzdem erstmal zu Rotbart rüber und gucke mal, wo der ist. Der jetzt hier irgendwo. Wo soll denn der sein? Wahrscheinlich auf dem Schiff da drüben. Hier sind Corsar und Corsar. Mhm. Herr Rotbart, warst du nicht hier irgendwo in der Nähe? Price und Vincent. Ach, ich war noch gar nicht hier unter Deck. Stimmt ja, ich war noch gar nicht hier unter Deck. Oben. Rock. Wasserfass. Oh, das konnte ich so mitnehmen. Und da verbirgt sich ein bisschen Gold. Ja, dann hier noch ein Rum. Und dann noch hier eine kräftige Fleischsuppe und ein Grog. Ach, apropos kräftige Fleischsuppe. Ich habe natürlich die Rezepte gelesen. Aber das habe ich viel zu spät gemacht. Dafür haben wir jetzt mal... Okay, die habe ich gehabt. Die dünne Brotsuppe, die wir eben gekauft haben. Tante Trude. Herrlich. Okay, was? 5 Brote, das Ganze im Getzelgut gekocht werden. Tante Trude. So, dann gucken wir. Dann haben wir ja noch ein Rezept, ein neues. Rezept Krollersuppe haben wir. Fleischsuppe, Schinkensuppe war das, glaube ich. Hier, rezeptkräftige Schinkensuppe. So, um Teller Schinkensuppe herzustellen, benötigt man im Kessel kurz gekocht werden. Wie der Meister Rosini. Schön. Bin mal gespannt, ob denn Meister Melzini irgendwann mal auch irgendwie auf dem Rezept steht. Jetzt kann ich die Truhe hier nicht knacken. So was Blödes aber auch. Mann, oh Mann, oh Mann. Wahrscheinlich, oder? Ich riskiere es mal, indem ich abspeichere. Was? Rodele Price. Gucken. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. So, wen haben wir denn da oben im freien Oberkörper? Das ist nur Corsa. Ein Corsa. Aber den Herrn Rotbart, den müssen wir mal finden. Und ach, da läuft er ja. Ach, hallo, grüß dich. Na? Oh. Sehr selbstbewusster Typ. Warte mal. Hier hast du deine Perlen. Was? Du hast es wirklich geschafft? Ja. Hier, nimm. Mein Klabauter, Mann. Na, das Geschäft hat sich richtig gelohnt. Sag mal, wie viele Perlen hast du denn insgesamt gefunden? Sagen wir es mal so. Es hat sich auch für mich gelohnt. Du willst es mir also nicht sagen. Vertraust mir wohl nicht, was? Würdest du es mir denn verraten? Wenn du an meiner Stelle wärst? Wahrscheinlich nicht. Oh. Na schön, ich will es gar nicht wissen. Was ist mit der Empfehlung? Keine Sorge, ich werde mit Abdul sprechen. Korsaren-Ehrenwort. Okay. Gut, okay, das kann mal vorkommen, dass mal eben so eine Überlappung war. Aber wo geht's denn da hinten hin? Da war ich nämlich auch noch nicht. Vielleicht muss noch irgendwie was da am rumliegen. Nee. Hier löscht nichts mehr oder hier steht nichts. La 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 la. Okay, boah, was ein langer Pier hier, so. Naja. Lass uns mal ins Logbuch schauen. Ich habe gesehen, hier nämlich das Ungeheuer. Abdul berichtete mir, an der Küste in der Nähe der Lurkerhöhle ein unbekanntes Ungeheuer gesehen zu haben. Ja, zu finden und zu töten. Ich würde mal sagen, das war wohl eben diese schreckliche Kreatur. Mal gucken, ob ich hier hochkomme. Oh ja, komme ich sogar. Und hier gibt es eine Truhe, die man knacken muss. Oh, ha. Tja. Oh, 25 Gold. 25 güldene Gold. So, mal gucken. Dann wage ich mich mal wieder unter die Assassinen. Von mir erfährt keiner was. Okay. Nein. Weil ich rechne immer mit danach irgendwie, das gab es ja auch mal in so einem Ladebildschirm, dass es durchaus passieren kann, dass ich angesprochen werde. Jedenfalls habe ich das so, ups, was machst denn du für komische Schlenker? Eventuell was gestohlen haben könnte. So. Dann Assassine und dann gehen wir mal hier wieder rein. Und zwar, und zwar zu diesem, Abdul. Das Ungeheuer ist nämlich tot. Das Ungeheuer ist tot. Es war ein Drachensnapper. Ein Drachensnapper? Baribiria, gut, dass du das Vieh erledigt hast. Hier, nimm dieses Gold. Diese 200 Goldstücke hast du dir wirklich verdient. Ja, da gucken wir mal, wie unser Stand ist. Wie ist mein Ruf in Patara? Nun, mal sehen. Sag mal, wie hast du denn das geschafft? Rotbart sagt,
dass du ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Mann bist. Hätte nie gedacht, dass der alte Seebär jemals etwas über ihn sagen würde. Der Korsanhändler Asmund will über dich noch gar nichts sagen. Irgendetwas sollst du wohl noch für ihn tun. Du hast das Ungeheuer zur Strecke gebracht. Damit hast du dir schon etwas Vertrauen bei mir erworben. Ich habe gehört, dass du den Korsaren Vincent und Price ihre Grenzen gezeigt hast. Das hast du sehr gut gemacht. Ich kann hier nämlich keinen Unfrieden gebrauchen. Man sagt, dass du die Frau des Fischers Luca gerettet hast. Gut gemacht. Dadurch hast du dich bei den Fischern schon beliebt gemacht. Du wirst zwar schon von einigen der Männer respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Du wirst wohl noch mehr von den Bewohnern überzeugen müssen. Ja, das ist dann dieser Asmusen, der Fips. Asmus. Ja, hier gibt es schön viele Sachen zu looten. Ja, speichern. Da fällt mir gerade ein. Es kann sein, dass ich ja die Schildkröten doch vergessen habe zu looten. Mal gucken, wo mich denn hier dieser Teleportstein hinbringt. Okay. Dann kann man nämlich gleich wieder nochmal zur Stelle hingehen. Und, okay, das heißt, ich kann nochmal hier überall grasen, rumgrasen. Und, na, was heißt rumgrasen nicht? Es ist ja Sand. Und gucken, ob es hier noch mehr Schildkröten gibt. Und dann werde ich auch wieder diesen Steinhaufen besuchen. Ne? Weil, um mich mal zu vergewissern, ob ich die ganzen Schildkröten habe doch da liegen lassen. Und wenn nicht, dann nicht. Aber auf jeden Fall gibt es hier schon mal Schildkröten. Ich habe ehrlich gesagt noch nie Schildkrötenfleisch gegessen. Obwohl in Niederlanden bei einigen Asiaten sowas tatsächlich mal angeboten worden ist. Aber das war lange, lange her. So, und dann nochmal. Ja, da sind doch jede Menge Schildkröte. So, da werde ich auch gleich mal gucken, wo das Schildkrötenfleisch im Inventar dann platziert wird, damit ich mir das merken kann. Was ist das? Ja, das ist es. Ist auch dunkler. Okay, dann werde ich mich weiter auf die Schildkrötenjagd machen. Jawohl. Da sind wir wieder bei diesem einen Höhleneingang. Jetzt haben wir 24 Schildkröten schon. 29. 26. 27. Haha. Gucken, stimmt das? Ganz unten, 27, okay. Drei Schildkröten fehlen noch. Und wo sind sie? Okay, da rechts. Ach, da. Hm, okay, erstmal hier rein. So, schön. Sehr gut. Hier war ja die Luca zu finden. Vielleicht ist ja noch... Nein, hier ist nichts. Ja, die Schildkröte, ne? Dann gehen wir mal hier rum. Ja, jede Menge. So. Hier ist ja die Tür mit dem Schlüssel, den man haben muss. Okay. Am besten, ich hole alle Schildkröten raus, die ich hier noch in der Höhle finden kann. Und wir treffen uns nachher wieder. Jawohl. Wie viel haben wir denn insgesamt gesammelt? Ich meine 32. Da unten steht es. 32 leckeres Schildkrötenfleisch. Dann werden wir mal eben zu Asmus hinhoppeln. Der müsste eigentlich gleich hier sein. Er hat ja immer mit dem Trompek hier gequatscht. Asmund, nicht Asmus. Asmund. Hey du! Hier hast du das Fleisch deiner Schildkröten. Ausgezeichnet. Das hast du sehr gut gemacht. Hier hast du dein Gold. Schön. Und die Empfehlung? Keine Sorge. Ich werde so bald wie möglich mit Abdul sprechen. Na, wollen wir mal gucken, wer schneller ist. Der hockt sich erstmal hin. Ich gehe zu Abdul und werde meinen Stand erfragen. Und dann dürfte eigentlich nichts Besonderes... ja, dann dürften wir es eigentlich geschafft haben, nach Ashtar zu kommen. So, Abdul. Wie ist mein Ruf in Patara? Nun, Maesi, sag mal, wie hast du denn das geschafft? Othbar sagt, dass du ein zuverlässiger und hätte nie gedacht, dass der Korsarenhändler Asmund sagt, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Und das wird schon wirklich was heißen.
Du hast das Ungeheuer zu Damit hast du dir schon etwas Vertrauen bei mir erworben. Ich habe gehört, dass du den Korsaren Vincent, das hast du sehr gut, gesagt, dass du die Flinte machst. Dadurch hast du dich bei den Fischern schon beliebt gemacht. Viele Einwohner meinen mittlerweile, dass man dir vertrauen kann. Obwohl viele meinen, dass es viel zu früh ist, dich in die Wüste zu lassen. Du wirst zwar schon von einigen der Männern respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Was? Du wirst wohl noch mehr von den Bewohnern überzeugen müssen. Ich dachte, das hätte ich jetzt damit erledigt. Nein, es ist nicht so leicht. Nein, ich weiß. Ja, welche Bewohner muss ich denn noch irgendwie... Ja, vielleicht hat Laika noch eine neue Aufgabe. Wie geht's, Laika? Ich danke dir. Das ganze Dorf wird... Ja, das ist gut. Schön. Kann ich mir nichts verkaufen. Habe ich ja noch irgendwen vergessen anzuquatschen? Hier ist nochmal Luca oder so. Ne, ist ein Fischer. Luca, hey, noch was Neues? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall danke ich für deine Hilfe. Ist schon gut. Vergiss es. Ja, alles klar, nichts Neues. Dann haben wir ja noch den alten, den Dorfältesten. Ja, Aram. Du siehst so blass aus. Ja, klar, hat weiße Haare. Das macht blass. Du siehst so blass aus. Oh. Fehlt dir etwas? Du würdest auch so blass aussehen, wenn du seit Monaten nichts Vernünftiges zu essen bekommen hättest. Ihr leidet Hunger? Hier, in einem Fischerdorf? Ja, so ist es. Wir ernähren uns nur von einigen Fischen und etwas Wasser. Mehr nicht. Die Assassinen dagegen lagern in Abduls Haus die reinsten Delikatessen. Ja, habe ich gesehen. Dort gibt es Käse, Brot, Fleisch, Tomaten, Milch und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Was bräuchtet ihr alles, damit euch vorerst geholfen wäre? Mhm. Nun, mit insgesamt 6 Stück Brot, 6 Käse, 6 Flaschen Milch und 6 Tomaten wäre uns schon geholfen. Lässt sich das einrichten? Ja, lässt es sich. Hier habe ich das Essen, das du gewünscht hast. Du hast uns tatsächlich was zu essen besorgt. Genau. Klar. Oder glaubst du, ich mache Witze? Nein, nein, ich glaube dir. Nur weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Am besten gar nichts. Hier nimm. Halt, so nicht. Was? Wie dann? Wenn ich das Essen an unsere Leute verteile, könnte das den Assassinen auffallen. Die Kerle würden mir dann wahrscheinlich alles wieder abnehmen. Mhm. Wenn du aber das Essen verteilst, wird dies nicht auffallen. Auf dich achten die Assassinen nicht. Na schön, dann werde ich das Essen verteilen. Ich danke dir. Sag mir Bescheid, wenn alles geklappt hat. Okay. Hier ist erstmal das Essen für dich. Sehr, sehr, sehr schön. Dann gucken wir mal, wer alles noch was braucht. Brauchst du was? Der Fischer. Hey. Oder fangt ihr hier viele Fische? Hab ich denen das eigentlich schon gefragt? Fragen wir erstmal. Fangt ihr viele Fische? Ja, hier an der Küste gibt es eine ganze Menge Fische. Unsere Netze sind da immer voll. Okay, nimm erstmal dein Essen. Nimm. Dieses Essen gehört dir. Endlich wieder mal was anderes als Fisch. Das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Sehr gut. Dann gucken wir noch mal ins Logbuch. Hunger leider. Der Fischer, der neben Luca und Laika wohnt, hat sein Essen erhalten. Aram hat sein Essen erhalten. Sehr schön, dann machen wir das auch weiter. Und zwar... Luca hat ja erhalten, oder? Hey du! Bin ich nicht doof? Nee, hab ich nicht. Hier habe ich etwas Essen für dich. Danke. Aram hat uns schon erzählt, dass du uns was bringen wolltest. Mhm. Das werden wir dir nie vergessen. Hier ist noch ein Fischer. Hey. Okay. Hallo. Klar ist das hier ein Fisch. Ja, okay. Dann geh am besten zu... Ja. Mal gucken, was ist denn mit Laika? Aller Laika. Hey. Hier, etwas Essen für dich. Ich danke dir. Du hast schon so viel für uns getan. Das ganze Dorf wird dir für immer dankbar sein. Gut. Danke für diese Standardantwort. Fischerin, warte mal. Glaube, ich hab's jetzt eigentlich... Hier, das ist für dich. Hier, das ist für dich. Danke, Fremder. Wir hatten schon lange nichts Ordentliches mehr zu essen.
So, wie viel haben wir denn alles? Also, Aram ist froh. Also, Aram, Fischer, 5, fehlt noch jemand? Es waren ja 6, ne? Okay. Gucken wir mal, wen wir noch... Da war doch noch einer in der Dings, in der Hütte. Meine ich. Gesehen zu haben. Pfanne. Man erzählt sich ja so einiges. Moment mal, wer ist das denn da hinten? Gab's hier noch? Nee, das sind ja selber. Goa. Goa. Goa, 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 Goa. Wer fehlt denn jetzt noch? Gucken, wer fehlt. Aram? Vielleicht da hinten einer? Vincent und Price, das kann ja wohl nicht sein. Nö. Aber der Steuermann da oben. Der Halbnackerte vielleicht. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Hier ist er nicht mehr. Vielleicht Unterdeck. Naja, Corsair, Corsair. Ach nee, das ist auch ein Corsair. Nicht gut. Nicht gut. Okay, dann gehe ich mal auf die Suche nach dem letzten Hungerleidenden. Oh ja, hier bei Luca hat sich noch ein Fischer dazugesellt. Der fehlt nämlich noch. Nimm diese Speisen. Die sind für dich. Mann, wie lange habe ich nichts Ordentliches zu beißen gehabt? Immer nur Fisch ist auf die Dauer ziemlich eintönig. Ja, dann geht's zurück nach Aram. Zu Aram. Die Fischer haben ihr Essen erhalten. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Wie kann ich nur deine großherzige Tat belohnen? Mir reicht es, wenn du Abdul sagst, dass du mir Vertrauen schenkst. Ja, ich weiß, du willst unbedingt nach Ashdod. Kein Problem, ich werde mit Abdul sprechen. Das machen wir doch auch. Schön. Das heißt, wir kommen da bestimmt durch das Gitter da. Okay, Abdul. Wie ist mein Ruf jetzt? Wie ist mein Ruf in... Nun, Maesi, sag mal, wie hast du denn das geschafft? Ja. Furchtbar sagt, dass du hätte nie gedacht, dass der alte Seele, der Korsarenhändler Asmund sagt, und das ist schon wirklich was heißt. Der Dorfälteste Aram ist der Meinung, dass du ein vertrauenswürdiger Mann bist. Seltsam. Wie kommt es nur, dass er dir so vertraut? Du hast das Ungeheuer zur Strecke gebracht. Damit hast du... Ich habe gehört, das hast du sehr gut gemacht. Ich kann hier nämlich keinen Unfrieden gebrauchen. Man sagt, dass du die Frau gut gemacht. Dadurch hast du dich bei den Fischen... Viele Einwohner meinen mittlerweile, dass man dir vertrauen kann. Ja, okay. Obwohl viele meinen, dass es viel zu früh ist, dich in die Wüste zu lassen. Du wirst zwar schon von einigen der Männern respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Du wirst wohl noch mehr von den Bewohnern überzeugen müssen. Warum? Hey! Kann ich dir irgendwie helfen? Helfen? Wieso? Was? Abdul lässt mich nur in die Wüste, wenn ich mir das Vertrauen der Leute hier erworben habe. Verstehe. Na gut. Ich hätte da tatsächlich eine kleine Aufgabe für dich. Mein Sumpfkrautvorrat geht zu Ende. Besorg mir 12 Pflanzen und ich werde dich bei Abdul empfehlen. Wo gibt es denn hier Sumpfkraut? Im Palmenwäldchen vor Patara wirst du welche finden. Aber sei vorsichtig, dort gibt es auch eine Menge Blutfliegen. Im Palmenwäldchen vor Patara. Aber geben wir ihm erstmal. Hier hast du dein Sumpfkraut. Genau. Sehr gut. Du bist wirklich zu gebrauchen. Das ist schön. Warte mal. Oh. Wenn du willst, kannst du noch einen Job für mich übernehmen. Der ist allerdings weitaus gefährlicher. Was soll ich tun? Abdul gab mir den Auftrag, mich um die gefräßigen Küstenkrokodile zu kümmern, die sich abends nahe an das Dorf heranwagen. Bisher sind mir diese Viecher aber immer entwischt, weil sie sich im Dunkel der Nacht gut verstecken können. Wenn du für mich diesen Job übernimmst, werde ich dich ganz besonders bei Abdul empfehlen. Nun, wie sieht es aus? Einverstanden. Ich werde mich um die Krokodile kümmern. Gute Entscheidung. Sag mir Bescheid, wenn du die Viecher erledigt hast. Ein Glück, ich dachte, jetzt müsste ich die nochmal alle killen. Obwohl hätte er Experience Points gekriegt. Die gefräßigen Krokodile sind tot. Ausgezeichnet. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Was ist mit der Empfehlung? Keine Sorge.
Ich werde mich darum kümmern. Okay, gucken wir mal erstmal. Unerträgliche Hitze, was haben wir denn? Erfüllte Krokodile, gefräßige Sumpfkraut, Hungerleider ist auch Schildkrötenfleisch. So. Dann werden wir den ab. Moment mal, was ist mit Robert? Nee, es ist Rotbart. Ja, der ist okay. Oh, der hat einen Schlüssel. Das heißt, der hat bestimmt den Schlüssel für unten. Abdul, wie ist jetzt mein Ruf? Wie ist mein Ruf in Patara? Nun, Maesi, sag mal, die hast du. Rotbart sagt, hätte nie gedacht. Das Gor Asur sagte mir, dass du ihm Sumpfkraut besorgen konntest. Immerhin, das ist schon was. Außerdem meint Gor Asur zudem, dass du sehr mutig und vertrauenswürdig bist. Sein Vertrauen hast du also. Nur weiter so, dann wirst du schon bald Patara verlassen können. Der Korsagenhändler Asmund sagt, das ist schon wirklich der dorfälteste Argamist. Du hast das Ungeheuer zugesteckt. Damit hast du dir schon etwas Vertrauen bei mir erworben. Ich habe gehört, dass du den Korsagen Vincent und das hast du sehr gut gemacht. Man sagt, dass du die Frau gut gemacht. Dadurch hast du dich bei den Fischern. Viele Einwohner meinen mittlerweile, dass man dir vertrauen kann. Obwohl viele meinen, dass es viel zu früh ist, dich in die Wüste zu lassen. Du hast alle Aufgaben erledigt, die man dir gestellt hat. Die Bewohner von Patara haben großen Respekt vor dir. Okay. Ich werde dir daher gestatten, dass du ins Landesinnere darfst. Sag der Torwache, dass sie dich durchlassen soll. Herzlichen Dank. Warte noch, bevor du gehst, noch zwei Dinge. Ja? Geh, bevor du in die Wüste gehst, mal zum Ork Drompeck. Warum? Keine Ahnung. Frag ihn am besten selbst, was er von dir will. Na schön. Und was wolltest du mir noch sagen? Du hast mein Vertrauen erworben. Ich hoffe, dass ich mich nicht in dir getäuscht habe. Wenn du aber so weitermachst wie bisher, wirst du sicher bald auch nach Ashtot kommen. Kannst du mir den Weg beschreiben? Geh besser zu Gor Asur. Er war schon öfters in Ashtot. Ich hingegen war noch nie dort. Ursprünglich bin ich aus Amarna gekommen. Gut, ich werde dann Gor Asur fragen. Schön, dann wünsche ich dir noch eine gute Reise. Danke dir, Abdul. Moment, da fällt mir gerade noch was ein. Hättest du vielleicht noch etwas Zeit? Warum? Weil ich für dich noch einen Auftrag hätte. Ich würde dir sogar 200 Goldstücke dafür zahlen. Interessant. Na, dann lass mal hören. Gut. Es geht um den Dorfältesten. Ich traue dem Kerl nicht. So? Weswegen denn nicht? Man hat mir berichtet, dass der Bursche spät abends die Küste entlang wandert. Vielleicht ist das Ganze ja ganz harmlos. Aber ich will sicher gehen, dass der Kerl nicht irgendeine Verräterei im Sinn hat. Oh. An wen könnte er euch denn verraten? Was weiß ich? Vielleicht an unsere Feinde die Nomaden. Vielleicht aber auch an Paladine aus Multan. Unsere Spione haben immerhin erfahren, dass ein Schiff der Paladine gesichtet wurde mit Kurs auf unsere Küste. Vielleicht segeln sie ja an Varant vorbei. Ich soll also Aram beschatten? So ist es. Wenn du weißt, was Aram so spät am Abend treibt, sagst du mir augenblicklich Bescheid. Erstmal Gor. Moment mal, das ist keine gute Einstellung, um ihn zu bequatschen. Nehmen wir die. Ich habe es geschafft. Abdul lässt mich in die Wüste. Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich nach Ashtot komme? Nun, bereits hinter dieser Höhle beginnt das große Wüstental von Ashtot. Halte dich immer rechts an der Bergwand. Irgendwann siehst du von weitem einen Turm. Dort findest du dann den Eingang zu dem Tal, in dem Ashtot liegt. Scheint also noch weit zu sein. Naja, eine Zeit lang wirst du noch laufen müssen. Doch pass auf, der Weg ist nicht ungefährlich. Aber vielleicht solltest du sowieso darauf verzichten, Ashtot zu betreten. Und warum, wenn ich fragen darf? Ashtot liegt in einem kleinen Seitental, das man nur durch eine Höhle betreten kann. Der Eingang ist verschlossen und wird streng bewacht. Die Wächter lassen nur jemanden durch, der eine entsprechende Empfehlung bei sich hat. Darum. Meine Güte, schon wieder eine Empfehlung. Von wem denn jetzt schon wieder? Na von... Aber halt! Das soll dir die Torwache von Ashtot selber sagen. Hüte dich aber vor der Sonne, wenn man dich in die Wüste lässt. Sie hat schon manchen um den Verstand gebracht. Und habe Acht vor den Sandcrawlern. Die Viecher laufen überall herum. Belia möge mit dir sein. Ah ja, Belia. Du trägst eine ganz interessante Rüstung. Scheint nicht aus Varant zu stammen. Okay. Du sagst es. Diese Rüstung habe ich... Aber halt, ich rede schon wieder zu viel. Wenn du nach Ashtot kommen solltest, wirst du einige Kameraden von mir treffen.
Wenn du unbedingt mehr über mich und diese Rüstung erfahren willst, dann rede am besten dort mit einem Mann namens Kane. Von ihm kannst du erfahren, wer wir sind und woher wir kommen. Bestell dann Kane schöne Grüße von mir. Alles klar, wir wissen doch, wer Kane ist. Okay, erst nochmal zu Drompek gehen. Und erstmal gucken, wie viel spät wir es haben. 1:52, der Dorfälteste. Okay, beschatten. Moment mal, was? Abdul will unbedingt... Aha, ich sollte daher mal um 20 Uhr mich auf die Lauer legen. Aber erst nochmal den Drompek mal aufsuchen. Hier. Ja. So, Drompek, erzähl mal was. Hallo. Halt. Wohin willst du, Mora? Ich will nach Ashdod, warum? Gehst du auch zu dem großen Ork- und Assassinenlager in der Wüste? Vielleicht, weiß ich noch nicht. Kannst du mir einen Gefallen tun, Mora? Mal sehen. Was soll ich für dich tun? Drompek würde gerne wieder einmal Fleisch essen. Bring mir 10 Keulen rohes Fleisch und ich gebe dir 100 Goldstücke dafür. Das klingt nach einem guten Geschäft. Aber wo soll ich das Fleisch herbekommen? Der Ork Wolok verkauft Fleischkeulen im großen Lager in der Wüste. Ah. Aber du kannst doch in der Wüste jagen gehen, Mora. Das ist mir gleich. Warum gehst du eigentlich nicht selber auf die Jagd? Drompek darf seinen Posten leider nicht verlassen. Große Ork-Anführer seien sonst sehr böse auf Drompek. Drompek aber haben ganz schlimm großen Hunger. Essen sonst gleich Mora, wenn Mora mir nichts bringt. Fleisch besorgen. Jetzt lass mal schön die Finger von mir. Ich besorge dir dein Fleisch. Gut, Mora. Drompek warten hier auf dich. Lass dir aber nicht zu viel Zeit. Ja, apropos Zeit. Die Zeit ist leider abgelaufen. Wir werden in der nächsten Folge sehen, wie ich den Dorfältesten beschatte und mal gucken, was dann passiert. Ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.